So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages. Christi Himmelfahrt diese Woche. Schön, dass ihr da seid. Ja, freie Themennacht. Jetzt habe ich gerade etwas aufs Ohr gesagt bekommen, habe es gar nicht verstanden. Was habt ihr mir gerade gesagt? Ach so. Das hatte jetzt hiermit nichts zu tun. Also wir haben wie immer montags eine freie Themennacht und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Und ich würde unter anderem sehr gerne mit euch sprechen über, ja, man muss ja sagen, das Desaster am Samstag, über den Grand Prix, den man nicht mehr Grand Prix nennt, aber ich nenne ihn immer noch Grand Prix. Also wenn ihr das gesehen habt und eine Meinung dazu habt und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Wie fandet ihr den Grand Prix überhaupt, das Abschneiden der Deutschen, wie fandet ihr die Beiträge und so weiter. 0800 220 5050 oder mailt mir domian@wdr.de. So, jetzt begrüße ich ganz herzlich die Susanne. Und Susanne ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Susanne. Hallo, Domian. Hallo, Susanne. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, erstmal wollte ich sagen, dass ich deine Sendung ganz oft sehe und froh bin, dass ich endlich mal mit dir sprechen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Ja, also, es geht um, wie soll ich sagen, um, ja, Internet, Hardcore, Sex, Fotos, die konsumiert wurden von meinem Mann. Und das habe ich im letzten Jahr, habe ich da also einen riesen Stapel von ganz heftigen Fotos entdeckt. Das hat mich sehr schockiert. Die Fotos hast du im Rechner entdeckt oder nee, die waren richtige Fotos? Egal. Also hat er sich praktisch ausgedruckt. Achso, und was waren das so für Fotos? Ja, also da konnte man wirklich alles sehen. Also Pornofotos? Ja, genau. Also, aber ich sage es mal, normale Pornofotos. Was normal. Naja, also keine, ist zum Beispiel keine Kinderpornos. Nee. Sowas nicht. Nee. Aber schon, also sag mal, wo du alles sehen kannst und mit mehreren und auseinandergespreizte Beine und solche Sachen halt. Also ziemlich heftig fand ich das. Und die waren auch datiert, die waren, also wir sind seit ein paar Jahren zusammen und in der Zeit, wo wir zusammen waren, da waren dann unten so kleine Daten, konnte man sehen, noch aus der Zeit auch. Und das hat mich natürlich ganz schön umgehauen, weil weil wir eine ziemlich super Sexualität haben. Wie lange seid ihr denn zusammen? Ja, jetzt also fast 6 Jahre. 6 Jahre. Und diese Fotos waren datiert? So zogen die sich durch die ganzen 6 Jahre durch? Nee. Das hörte irgendwann 2001 auf oder so. Also praktisch 2002 vielleicht noch, aber dann war auch Schluss. Also es waren auch ältere von 2000, da kannten wir uns noch gar nicht. Ah ja, aber immerhin während eurer ganzen Zeit hat er sich die Fotos angeguckt. Ja, davon gehe ich aus, so. Ich habe ihn dann natürlich auch... So, die hast du jetzt gefunden. Ja, das ist schon länger her. Und dann habe ich natürlich ihn auch zur Rede gestellt und das war ziemlich schrecklich alles so. Und es ist auch so, deswegen habe ich mich auch gemeldet bei dir, weil mich das noch immer bedrückt. Und vor ein paar Wochen hat dann mein Sohn so zufällig mitbekommen, dass er immer wieder auch, also nicht so hardcore, aber auch Dessous und Nacktfotos und so weiter sich anguckt. Und wenn mein Sohn dann hinging zum Büro, die Tür ist auf, dann hat er schnell weggeklickt und da war mein Sohn auch recht bedrückt, bis er damit rausrückte. Wie alt ist denn der Sohn? Der wird 14. Das hat ihn irgendwie ganz betroffen gemacht, das hat er gar nicht verstanden. Also du bist mit diesem Mann immer noch zusammen. Als du diese Fotos gefunden, hast du die einfach so zufällig gefunden oder hast du ja, das habe ich. Geschnüffelt? In seinen Sachen? Ja, genau. Ja. Und wie hat er denn reagiert, als du gesagt hast, hier, ich habe das hier bei dir gefunden, was soll das? Ja, da hat er so ziemlich bedrückelt und hat das versucht runterzuspielen. Also so, das hätte doch nichts mit mir zu tun und so weiter. Ja. Und das sei doch auch schon so lange her und so. Und obwohl die ja auch noch datiert waren, zum Beispiel auf 2005 oder so. Also als wir dann auch schon zusammen waren. Ja, eben, genau. Ja, deswegen wundert mich das. Okay, er hat gesagt, das hat mit euch nichts zu tun. Hat er denn, wozu braucht er die? Onaniert er darauf oder wie? Ja, das nehme ich an. Offensichtlich. Ja, also er hat die dann verbrannt. Also hat, hier war ordentlich Theater, ne? Ja, ich konnte da nicht mit um irgendwie. So, und jetzt hat dein Sohn, ist das euer Sohn? Nee, ist dein Sohn. Hat ihn quasi erwischt, dass er sich solche Sachen wieder im Internet anguckt. Ja, das ist so, das ist ein Bild, also da ist ein gerahmtes Bild und das spiegelt sich. Und wenn man vom Sofa praktisch aufsteht und da reinguckt, dann kann man sehen, was der andere am Computer macht. Und das hat mein Sohn gesehen und das hat er mehrmals gesehen. Hast du deinen Partner darauf angesprochen? Ja, natürlich. Und was hat der Partner?
Ja, das ist ja nur aus Neugier, hat er da mal rumgeklickt und das ist doch alles ganz harmlos. Und ja. Aber dich ärgert es? Ja, mich verletzt es. Dich verletzt es. Ja, ist eure Sexualität denn im Moment immer noch gut? Ja, super. Super? Ja, eben. Das ist ja das. Und Seltsam. Gehst du denn davon aus, dass er dir schon eigentlich, nicht eigentlich, sondern dass er dir treu ist? Ja, ja. Davon gehe ich aus. Das ist ja das Komische. Und der andere, ja. Andere, die das jetzt hören, die lachen wahrscheinlich und sagen, was hat die denn? Oder das ist doch ganz normal, das ist doch harmlos und so. Ja? Die Susanne soll sich mal nicht so anstellen, denken jetzt manche Leute. Ja, genau, ne? Was will die denn oder so, ne? Oder intolerante Ziege oder so. Ja, so krass vielleicht nicht. Keine Ahnung, aber ich denke, es hängt auch damit zusammen, wie man sich selbst in seiner Haut fühlt. Und wahrscheinlich, mein Gott, das ist etwas, was sich durch das ganze Leben zieht, wenn man eben eifersüchtig leicht ist. Hast oder du das Gefühl, entschuldige, ja? dass du nicht attraktiv genug für ihn bist? Oder? Nee, das Gefühl gibt er mir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, aber ich finde mich nicht mehr so attraktiv. Ich denke, das geht ganz viel in meinem Kopf, spielt sich da kaputtes Also, ab. Susanne, ich habe da, glaube ich, auch eine ziemlich pragmatische Einstellung. Für mich ist extrem wichtig, wenn du sagst, euer Sex ist gut. Super. Super. Und du sagst mir zum Zweiten, dass eigentlich eure Beziehung auch gut läuft. Ja, richtig. Und dass er mich auch ganz toll findet und mir das auch ständig sagt ganz toll. Und zeigt. Ja, das so. Ist alles wunderbar. Dann finde ich, muss ich dir ehrlich sagen, auch, lass dem Burschen ein bisschen Freiheit. Mhm. Lass dir mal die Sachen ein bisschen angucken. Davon geht die Welt nicht unter. Mhm. Solange der dir nicht irgendwie schäbige Sachen macht, dass der fremd geht oder hinterm Rücken. Wenn er sich mal ein paar geile Bilder anguckt, lieber Gott, ist egal. Ja. In dem Moment, wo du drunter, also wirklich drunter leidest, in dem eure Sexualität drunter leidet. Das war ja auch schon teilweise so, dass ich während wir zusammen waren, nicht mehr konnte oder rausgegangen bin, weil mir das dann in den Kopf kam. Ne? Ja, aber das lag dann an dir und nicht an ihm, ne? Das ist richtig. Er ist scharf nach wie vor auf dich. Total. Ja, guck mal, nach doch einigen Jahren, die ihr nun zusammen seid, wenn du sagst, der ist total scharf, wie alt ist er? Der wird 53. So, da ist das doch eine tolle Sache. Und das wenn ist der ein bisschen, auch so, ja. Ja, und wenn der ein bisschen Spaß hat, vielleicht auch mal andere Sachen sich anzugucken, mein Gott, lass ihn. Ich sage immer, zur Liebe gehört auch Toleranz. Mhm. Und eng ihn da nicht ein. Das ist auch das, was ich mir dann sage ich mal, wenn ich bei Verstand bin. Also dann ist irgendwie emotionalisiert, da irgendwie völlig blöde Sachen mir da ausdenkt, weil dann habe ich da auch eine ganz sprühende Fantasie, dass ich sage, ach mein Gott, das ist doch ja. Wirklich, was soll das hier? Ne? Setz dich doch mal selbst zu dem PC und guck dir mal ein paar knackige Kerle an. Ja, das habe ich ja versucht. Also das habe ich ja versucht, aber das ist auch gar nicht so einfach. Habe ich auch gesagt, jetzt gucke ich mir hier mal, was weiß ich, ein paar Afrikaner an. Oder zum Beispiel, ja. Die sollen ja gut gebaut sein, ne? Ja, hört ja. Man so. Ja. Ja, ich war ja mit einem zusammen. Ach, ne? Wem erzähle ich da was? Mhm. Ja. Aber trotzdem, nochmal ganz kurz, ist es aber so, dass es mich dermaßen belastet, dass ich schon gedacht habe, das sind ja auch Altlasten, die man mit sich rumschleppt, irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle und so weiter, dass ich da irgendwie psychologische Hilfe in Anspruch nehme und da mal, ich sag jetzt mal mit einer Frau, Psychotherapeutin drüber spreche und ob mir das vielleicht weiterhilft, ich weiß nicht und ich weiß auch nicht, an wen ich mich wenden vielleicht, kann. Vielleicht muss das gar keine große Psychotherapie sein, vielleicht tun es da auch schon einige Beratungsstunden mit einer Frau. Finde ich keine schlechte Idee, finde ich eine gute Idee sogar. Wenn du von dir aus auch so offen bist und sagst, vielleicht kriege ich... Ja, dann finde ich es gut. Dann ist es geradezu ideal, dass heute Abend bei mir auch eine Frau als Psychologe hier ist, eine Psychologin, mit der du gleich mit der Simone darüber sprechen kannst. Ach, das würde gehen. Das geht natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja nett. Ich habe mir fast gedacht, dass du so reagierst. Ne? Du sagst hier jetzt mal ganz pragmatisch und hey und so. Und, aber trotzdem, weiß nicht, weil du ein Mann bist oder ich finde dich so klasse und was du so zu den verschiedenen Themen sagst und wie du auf die Leute eingehst, das ist fantastisch so. Und du sagst ja, solange die Liebe da ist die Treue da ist, und das ist guck ja mal, der Fall. Das ist immer so eine Frage, wann sollte man anfangen, verletzt zu sein oder eifersüchtig zu sein? Ich finde es auch völlig normal, wenn man in einer gut funktionierenden Partnerschaft ist und der andere guckt auf der Straße mal einer anderen Frau oder einem anderen Kerl nach. Ist doch okay im Sommer. Ja, gut, so diese im Computer und dieses heimliche finde ich doof. Ja, warum macht das heimlich? Er macht es deshalb heimlich, weil er schon denkt, dass du wahrscheinlich dann nicht freudig reagierst drauf. Mhm.
Also, ich finde von deiner Seite aus den Vorschlag super, wenn du so offen bist und sagst, ich wäre da bereit, mich da ein paar Stunden mal in der Beratung zu unterziehen. Das finde ich wichtig, ja. Dann mach es. Ich will das Problem lösen. Ich will diesen Müll da aus meinem Kopf rauskriegen, damit wir hier gut zusammen sein können, weil es deswegen ja auch immer wieder Stress gibt. So, ja, ne? Klar. Das, und irgendwann nervt das dann beide und es bringt schlechte Stimmung rein. Der Punkt ist ja schon erreicht, dass das wirklich ätzend ist. Ja, das glaube ich. Ganz schnell, Song Contest habe ich angeguckt, ja, finde ich also unmöglich. Also ich sehe auch schon, dass da die, sag ich mal, die osteuropäischen Staaten sich da das gegenseitig zuschanzen, ist mein Empfinden. Ich fand Roger Cicero toll und der hätte einen besseren Platz verdient, das ist meine Meinung. Also ich finde das alles nicht mehr so prickelnd. Früher fand ich es besser. Ich auch, wirklich. Und nicht nur, weil es früher eigentlich immer alles besser war, sondern weil es war wirklich besser früher. Ja, und ich auch. Die Qualität war auch viel, viel... Ja, also dieses, war ja schrecklich teilweise, was da an Beiträgen war. Das war ja furchtbar, furchtbar, ja, wirklich echt. Grausig. Grottig war es. Grottig schlecht. Liebe Susanne, du legst auf und meine Psychologin ruft dich an und dann könnt ihr beiden Mädels in alles in Ruhe besprechen. Ja, ich danke herzlich und ich freue mich, dass ich mal mit dir sprechen konnte. Ich freue mich auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder schreibt über domian@wdr.de und wenn ihr schreibt, bitte die Telefonnummer reinschreiben in die Mail. So, weiter geht es mit der Moni und Moni ist 46 Jahre alt. Hallo Moni. Hallo Moni. Um was geht's bei dir? Um den Grand Prix. Um den Grand Prix. Oh, ich könnte nur noch, ja, man kann gar nicht so viel essen, wie man dann wieder hochwürgen möchte. Das heißt, du bist auch sehr geladen. Ich bin super geladen. Ich habe am Samstag extra den PC angemacht, weil ich mir dieses Elend nicht angucken wollte, sondern nur hören wollte. Das ist ja noch schlimmer. Ja, also dann doch neugierig wurde auf manche Stimmen und dann hingeguckt hat. Ja, man guckt. Dachte ich, nee, am besten du machst alles ganz aus. Also dieses Gemauschel, dieses... Hast du denn schon die meisten Sachen dann doch mitgekriegt? Alle. Alle? Mhm. Alle. Und ich fand 70% einfach nur überflüssige... Also es ist teilweise so schlecht, dass man schon gar nicht mehr glaubt, dass die da auftreten dürfen, wenn ich nur an die Ukraine denke. Also ich war auch fassungslos, als ich es gesehen habe. Der rote Cicero hat ja dann später in einem Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hatte ja einen Zeitungsausschnitt von Australien. Ja. Und hatte dann praktisch eine australische Zeitung, hat dann geschrieben, er wäre toll und er wäre also mit die Nummer 1 favorisiert in Australien. Mhm. Und dachte ich so bei mir, er sagt, also am besten man trägt den in Australien aus. Den Grand Prix. Ja, und dann dachte ich so bei mir, nee, es gibt eigentlich was viel Besseres, wenn man einfach nicht sagen würde, als nächstes kommt jetzt die Ukraine oder welches Land auch immer, sondern einfach nur Startnummern vergibt. Und es so handhabt wie früher, dass man also nur das Lied aus dem eigenen Land kennt, aber nicht die aus den anderen schon vorher. Ja. Ich meine, früher war es ja auch noch ganz anders. Da gab es ja diese Telefonabstimmungen nicht. Genau. Sondern in jedem Land saß eine Fachjury. Vielleicht würde es dann anders funktionieren, weil jetzt schanzen sich offensichtlich ja wirklich die ehemaligen Ostblockstaaten sich alle immer irgendwie die Punkte zu. Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht, warum es so ist, aber es ist so. Und wir eher im Westen Lebenden haben ja überhaupt gar keine Schnitte mehr. Nee, wobei das Lied fand ich super, die Darbietung von Roger fand ich super, es war einfach toll. Wobei man auch sagen muss, dass die Beiträge von Frankreich, von England, von Irland auch grottig waren. Ach, ne? Die waren furchtbar. Furchtbar waren die. Auch diese ich weiß gar nicht, welches Land das jetzt war, der gesungen hat in Deutsch, dann 1, 2, 3, 4 oder 7, bis 7 sogar gezählt hat, in diesem silbernen Irgendwas-Outfit. Ja. Weil ich wollte mich wirklich nicht ablenken lassen von tanzenden Hintergrundmädels, die dann mit irgendwelchen Schleifen irgendwelche Figuren machen. Also das ist Gymnastikgruppe, ist das, was da geboten wird. Wie findest du denn den Siegertitel? Den Siegertitel? Ja. Ehrlich? Scheiße. Ja, also wir reden hier nur ehrlich. Grottenschlecht. Gab es denn ein Lied, wo du gesagt hättest, also wenn schon, dann hätte ich diesem Titel das gegönnt? Also abgesehen jetzt mal von dem deutschen Titel. Was mir gefallen hat, war die Türkei, Griechenland, die
Gelände weiß ich eigentlich gar nicht mehr so, weil, wie gesagt, ich habe mich versucht, nicht auf die Länder zu konzentrieren, ja, und eben mir dieses Gehopse und dieses ganze Drumherum, ja, nicht anzugucken. Ich fand so als Dance-Nummer fand ich den bulgarischen Beitrag nicht schlecht. Weißt du, das war der mit den beiden Menschen, die vor so Trommeln standen. Stimmt, ja, den fand ich auch. Das gut. Fand ich so als Tanznummer ziemlich eingängig. Ja, fand ich aber nicht schlecht. Diese Mädelsgruppe zum Beispiel, weiß nicht aus welchem Land die kamen, auch glaube ich aus irgendeinem Ostland, die fand ich ganz schlimm und diesen Boygroup-Verschnitt aus, weiß ich auch nicht mal aus welchem Land die kamen. Ja. Spanien, nee, ja. Waren das Spanier? Doch, genau, Spanier. Also ich finde es einfach nur schlimm, wie es jetzt läuft. Also, unsere Nicole. Ne? Die nun denn einmal den Grand Prix für uns geholt hat mit ein bisschen Frieden, die sagt oder schlägt vor, dass Deutschland ganz aussteigen sollte. Was sagst du? Nein, weil wir pulvern ja das Geld da rein. Ja gut, dann würden wir es ja nicht mal reinpulvern. Ja, aber wir haben ja gute Sänger, wir haben ja gute Produzenten, haben wir ja alle in Deutschland. Nur wenn es eben... Die muss man dann auch nur mal lassen. Also wir waren ja nur oft genug vertreten von Ralf Siegel. Nichts gegen Ralf Siegel, aber die letzten Jahre war das ja nur auch unterirdisch. Ja, wobei es hatte, also... Wir wünschen uns einfach Stefan Raab wieder zurück oder Gildo Horn. Nein. Michelle war auch okay. Ja. Ja, war doch okay. Ja, aber diese ganze Spaßfraktion, wobei Stefan Raab, ich mag ihn, ich finde ihn super, er ist ein toller Entertainer, er macht aus Scheiße Gold. Ja. Aber dieses mit dem Watte hatte Dude da und dann diese, als die Anzüge da angingen, das war einfach nur ein super Effekt. Ja. Aber ich habe zum Beispiel heute Abend nur so Ausschnitte gesehen bei Let's Dance mit Katja Epstein. Und ich dachte so, Wunder gibt es immer wieder, Theater, ich will das alles wieder haben. Ja, vielleicht ist die Zeit von diesem klassischen Schlager wirklich vorbei. Nein, aber diese Einfachheit, wie Nicole zum Beispiel, einfach nur ein Hocker und eine Gitarre. Genau, ein unschuldiges Kind singt ein bisschen Frieden mit einer weißen Gitarre. Was will man mehr? Und ich fand auch, ich denke wirklich, dass man vorher, also was die Misere meines Erachtens ist, dass man vorher die ganzen Länder, die Titel schon kennt. Und wenn das eben nicht gegeben wäre, so wie es früher war, da hast du das Lied das erste Mal gehört, zum Beispiel also bei Johnny Logan. Es gab oder gibt dieses Jahr so viel Kritik. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich an dem Modus, an dem Wahlmodus irgendetwas verändert wird, weil der Frust vor allen Dingen in den westeuropäischen Ländern viel zu groß ist. Ja, aber wie will man es denn? Ich weiß es nicht, ich bin da nicht mit beschäftigt, aber vielleicht finden ein paar kluge Leute irgendwas heraus. Könnte man das nicht einfach so machen, dass man sagt, okay, wenn man sagt, die Länder nicht mehr so... Schreibt mal einen Brief an den Norddeutschen Rundfunk, ich glaube, der NDR ist da der ausführende Sender, schreibt mal einfach hin, Stichwort Grand Prix, alles wird ernst genommen. Weil ich denke, ich komme mir verarscht vor. Ja. Nicht nur ich, sondern ich denke, einige Nationen. Ja. Also, eine kritische Zuschauerin und Zuhörerin, die Moni, hat sich geäußert und schick einen Brief. Briefe werden hier bei uns in der ARD, im WDR, immer ernst genommen. Auch E-Mails? Und, ja, natürlich, definitiv. Und dann mal sehen, wie man reagiert. Okay. Alles Gute. Wenn ich da was höre, dann leite ich die E-Mail an euch mal weiter. Sehr gerne. Wir sind natürlich auch sehr interessiert, wie sich alles weiterentwickelt. Okay. Liebe Moni, alles Gute. Danke, dir auch. Wiederhören. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Thementag bei uns. Morgen heißt unser Thema: Für meinen Erfolg tue ich alles. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die jetzt im übertragenen Sinne über Leichen gehen für ihren Erfolg. Das heißt, die beispielsweise ein Verhältnis anfangen mit ihrem Chef, um nach oben zu kommen. Oder die ihre große Liebe geopfert haben für die Karriere. Oder die sogar eine Straftat begangen haben, um Erfolg im weitesten Sinne des Wortes zu erlangen, Geld vielleicht zu kriegen. Oder auch mit Leuten, die Konkurrenten gezielt schaden, um sich selbst nach vorne zu bringen, ins gute Licht zu rücken. Für meinen Erfolg tue ich alles, würde natürlich gerne in erster Linie mit Leuten reden, die das sagen. Die sagen, okay, Erfolg ist wichtig, ich tue für meinen Erfolg wirklich alles. Aber gerne auch mit, ich sag mal, mit Opfern von solchen Karrieristen oder von Partnern von solchen Karrieristen, die vielleicht auch dann die andere Seite erzählen können. Für meinen Erfolg tue ich alles, unser Thema morgen. Wenn ihr mitmachen wollt, mailen oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können den Lutz. Und Lutz ist 50 Jahre. Hallo Lutz. Hallo, grüß dich, Jörn. Ich hätte nie gedacht, ich habe schon 4 oder 5 Mal angerufen zu anderen Themen. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal so weit kommt. Und jetzt bin ich aber deswegen auch richtig aufgeregt und entschuldige das bitte. Das macht gar nichts. Das ist gleich vergessen. Ich sag's dir. Um was geht's dir? Was ist das Thema?
Es geht um Grand Prix. Wir haben das mit einer großen Gruppe geguckt und ich habe hier tatsächlich eine Liste von irgendwie, ja, ich sag mal so 10 Leuten. Wir saßen da zusammen und haben uns das irgendwie angeguckt. Es ist auch immer eine lustige Party. Ja, viele machen da ja Party raus. Ja, genau. Ja. Und immer so nach dem Motto, dann ist natürlich auch so ein bisschen die Verarschung, wegen, dass wir uns über die Leute totlachen und auch über den Peter Urban, der dann natürlich eine sehr, sehr geile Geschichte macht draus, von wegen, na, wer dann mit der Windmaschine da, der Rock dann auch noch hochgeflogen und hier und da und sowas. Also Peter Urban ist der Sprecher, ne? Ja, genau, das ist der Moderator für Deutschland. Genau, ja. Und also wir waren natürlich auch so ein bisschen so, dachten wir so auch so, oh, naja, also das kann doch irgendwie alles nicht angehen. Also dass quasi diese Ost-Geschichte irgendwie quasi uns irgendwie den Schneid abkauft und so, weil wir... Ost-Connection. Ja, genau. Muss man es nennen. Also du bist auch enttäuscht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite sage ich auch, solange wir den Publikumsentscheid haben, also dass die quasi irgendwie anrufen können, dann wird es auch nicht besser. Nein. Es gab ja in der Vergangenheit die Geschichte, dass es so eine Jury gab. So sagte ich es gerade, genau. Mhm. Und das war eine Geschichte, die war irgendwie eine ganz kleine Runde fairer. Und jetzt stellen wir fest, jetzt gibt's diese ganzen Connections von wegen, der gibt dem. Aber sag mal, hast du eine Idee, warum das so ist? Warum schanzen sich die osteuropäischen Teile ständig was zu? Das ist doch in Westeuropa nicht so. Warum? Du, ja, keine Ahnung. Also ich meine, wir haben ja auch, ich würde mir ja auch gewünscht haben, dass die Österreicher zum Teil auch mal vielleicht uns mal was geben oder wir den Österreichern was geben oder wie auch immer. Aber ein bisschen haben die Österreicher uns was gegeben, ne, dieses Jahr. Ein paar Pünktchen haben wir gekriegt. Oh, das habe ich jetzt nicht so. Ich glaube schon, ja, doch ein paar. Sieben, ich höre gerade aus meiner Regie 7 Punkte. Ja, okay. Österreich, Dankeschön, 7 Punkte, ist besser als nichts, immerhin. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch den Vorentscheid leider nicht sehen können, weil ich da eine Bandbesprechung hatte und das ging einfach nicht. Und ich musste mit einem Band sowas besprechen und hier und da. Bist du aus dem Musikgeschäft? Ja, nee, Geschäft wäre schön. Wir haben eine kleine Band irgendwie und machen so ein bisschen mal so ein paar Auftritte mal so auf dem Hafengeburtstag in Hamburg oder wo auch immer und sowas. Also, wie fandest du denn unseren Beitrag? Ich fand den prima. So, jetzt muss ich mal dazu sagen, das war sicher mit der anspruchsvollste Titel in diesem ganzen, in dem ganzen Entscheid. Vom Musikalischen her, würde ich mal so sagen. Aber ich finde, dass der Titel nicht, bei allem Respekt gegenüber Roger Cicero, das war nicht eingängig genug. Ja, also ich könnte diese Melodie nicht nachsummen und das muss man tun können. Ja, vor allem die Sorge. Zum Beispiel Olli Dittrich letztes Jahr mit diesem Country-Song. Das war ein Titel, der ging sofort ins Ohr. Den haben alle Leute irgendwie so im Auto mitsummen können. Das ging bei den Frauen nicht. Bei den Frauen regieren die Welt. Du, Domian, ich sag dir Folgendes. Ich war im Skiurlaub und ich habe extra noch mich irgendwie darauf konzentriert, dass ich diesen Vorentscheid noch mitkriege und habe mich so gefreut, irgendwie als der irgendwie quasi reingekommen ist. Und ich habe gedacht, Mensch, das muss doch gut gehen. Und dann ist er auch wieder auf 16 oder so ähnlich gelandet. Ja, 19 glaube ich sogar. Ich weiß nicht. Nee, 19 war dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung, da kannst du deine Jury ja auch gleich wieder fragen, die geben dir bestimmt gleich wieder durch, irgendwie, wo er wirklich gelandet ist. Das ist egal. So, hey, jetzt als guter Beobachter der Szene. Welchen deutschen Künstler würdest du dir für nächstes Jahr wünschen, der uns vertreten soll? Künstler. Uns, wir haben ja auch eine Band. Nein, Spaß beiseite. Nein, also quasi, das ist, ich habe das mal irgendwann vor mich hingesponnen, aber das ist natürlich völlig unsinnig. Ja. Ich wüsste keinen. Ich meine, ich weiß natürlich schon seit Jahren, ist es so, dass irgendwie die ganz Großen in der Szene sich quasi nicht mehr trauen, weil die machen sich irgendwie ganz unten lassen. Ja, was sollen die sich das antun? Genau. Ja. Mhm. Das ist meine Sorge. Deswegen wüsste ich jetzt keinen, wo ich sagen würde, der ist es oder der wäre es. Es sei denn, es wären wirklich die ganz Großen, aber die trauen sich ja alle nicht. Naidu wäre natürlich ein toller Vertreter. Wer? Nochmal? Naidu. Ja, beispielsweise. Ja, ja. Theoretisch könnte das alles gehen. Und ja. Ich meine, ich habe auch diese eine Mädelsgruppe richtig leid, weil die waren ja richtig am Heulen im Vorentscheid, dass sie es nicht geworden sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob die wirklich besser abschneiden. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass weder die noch Kunze es anders geschafft hätten. Du, Kunze, zum Beispiel, Domian, Kunze ist super und ist super nett und der hat sich auch richtig Mühe gegeben und der hat sich auch richtig gefreut, dass er sich an so einer Geschichte nochmal beteiligt hat. Fand ich richtig klasse. Aber ich wusste genau, der wird's ohnehin nicht. Und irgendwie, wenn er reingekommen wäre, wären wir auch nicht weitergekommen. Also insofern, ich habe das Gefühl, es geht gar nicht so sehr um die Qualität, sondern es geht mehr um die Connection. Auf der anderen Seite finde ich natürlich so ein paar Sachen schon ganz prima. Also dass zum Beispiel letztes Jahr
Rock Hallelujah oder wie die genau hießen, dass die das geworden sind. Ich hätte es nicht geglaubt. Also weil ich habe gedacht, mein Gott, die stellen sich dahin und machen irgendwie einen auf ganz anders und so und die wurden ja auch schon ziemlich verarscht und irgendwie komisch angeguckt und ich dachte auch so, hey, also wenn die das werden, das wäre ja ganz groß. Wir saßen da auch mit 20 Leuten aber oder mit 10 Leuten. Ich glaube ja, dass das hat ja jetzt mittlerweile so einen schlechten Ruf und ein so schlechtes Image, dass auch das Interesse beim Publikum nachlässt. Also zum Beispiel war die Einschaltquote in der ARD nicht so dolle, wie es schon vor Jahren mal war. Und ja gut, wobei, das könnte jedes Jahr immer schlimmer werden, dass man sagt, oh, ich gucke mir den Quatsch gar nicht mehr an. Wobei, du darfst nicht vergessen, natürlich diese Zeit, wo irgendwie, denk bitte an die Bild-Zeitung zum Beispiel, also wo zum Beispiel irgendwie erstmal ganz groß war, als Gildo Horn dran war in dem Jahr. Von wegen, ja gut. Darf dieser Mollen Mensch für Deutschland singen, geht gar nicht. Und so, ne? War eine große Werbemaschine. Musste der völlig umschwenken und musste die Bild-Zeitung sagen, oh ja, wir jubeln alle für Gildo Horn, geht gar nicht und so. Ne? Also da sind die ja schon völlig an die Wand gefahren. Mit anderen Worten, das war schon ganz groß. Ja. Aber jetzt war es natürlich schon eher so im Hintergrund und irgendwie quasi, dass man es den Leuten nicht mehr wirklich zutraut, dass die das wirklich irgendwie entscheiden sollen oder nicht. Aber ich bin im Großen und Ganzen einfach für einen Rückweg auf diese Geschichte von wegen, man macht es mit Jury. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das finde ich, ohne jetzt weiter da sehr genau drüber nachgedacht zu haben, so meine Intuition sagt mir, ich glaube, das wäre auch besser mit den, wenn da Jurien säßen. Lieber Lutz, danke für deine Meinungsäußerung. Und viel Erfolg bei deiner Arbeit als Musiker. Das ist Hobby, ne? Schön, wenn ich wirklich Musiker wäre, überhaupt beruflich. Das ist ja nur eine Hobbyband, aber irgendwie ansonsten. Vielen, vielen Dank. Sag mal, eine Frage. Ich gucke sie so oft ich kann. Nimm mal eine Frage. Bist du wirklich 50 Jahre alt? Klinge ich nicht so? Nee, du klingst total jung. Ah, schön, schön, danke, dass sogar du das sagst. Irgendwie, das sagen so viele Leute irgendwie so, dass sie mich jünger finden und so im Ton oder sowas. Wirklich, echt, absolut, ja. Also, lieber Lutz, alles Gute wünsche ich dir und bleib so, wie du bist. Also, my very best. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, kostenfrei, für euch natürlich. Und jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Sonja. Und Sonja ist 76 Jahre alt. Hallo Sonja. Hallo Sumian. Ja, hallo Sonja. Ich habe vorgestern schon mal angerufen und mit deinen Kollegen gesprochen, so ein Vorgespräch. Ja. Weißt du, worum es geht? Nee, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Um was geht's? Ja, also ich bin verliebt in eine Frau, aber total. Du bist verliebt in eine Frau? Ja. Das war schon immer mein Ding. Bitte? Das war schon immer mein Ding. Das war schon immer dein Ding, also ja, das ist gar nichts Besonderes. Nee, jetzt muss ich aber mal zurückreisen. Ich bin in der Kleinstadt groß geworden. Ja. Und wusste nichts von gleichgeschlechtlicher Liebe. Ja. Also ich bin doof sogar in eine Ehe gerasselt. Ja. Also ja. Du warst verheiratet. Ja. Ja. Ich bin von zu Hause abgehauen, das ging nicht mehr. Ja. Und der hat mir das Tragen geschickt. Das war, glaube ich, eine Dankbarkeitsehe. Und wie lange warst du verheiratet? Doch, 10 Jahre. Wie viele Aber Jahre? Ich bin immer mit Frauen weggegangen, immer bei Frauen gewesen. Wie viele Jahre warst du verheiratet? Wir sind über 40. Über 40 Jahre. Ja, und ja. Du bist jetzt 76? Ja. Und in welchem Alter? Ich sehe aber jünger aus und bin von innen heraus auch jung. Ich bin nicht von überzeugt. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal mit einer Frau zusammen warst? Anfang 20. Anfang 20 schon. Das war ja. Da habe ich noch gedacht, jetzt liegst du an der Kette. Und nun, ja, dann bin ich in die Damenlokale gegangen und so weiter, ne? Ja. Das war ja in der Zeit, war das ja was ganz Spektakuläres, ne? Ja, das ja. Und man musste das ganz heimlich machen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich habe einen Damenkegel gewaschen, den habe ich vorgeschoben. Ich gehe mit Kegelschwestern weg oder Urlaub, habe ich ja auch gemacht mit der. Also so hast du mit Anfang 20 hast du dann schon deinen ersten sexuellen Kontakt auch gehabt mit deiner Frau. Wie mutig. Jetzt muss ich aber nochmal was sagen. Ich habe durch Zufall diese Nummer mit der Frau, die ihre Nummer gewählt. Und die hat mich auch schon mal angerufen. Ach, da waren wir bei sie ja noch. Ne? Okay, Moment, jetzt sind wir in der Jetztzeit wieder, ne? Ja, ja. Ich wollte das nur sagen. Ich verstehe. Also Moment, langsam, damit wir was verstehen. Du bist jetzt wieder in eine Frau verliebt. Ja. Wie lange schon? Ja, seit März. Nur, die ist verheiratet, aber da ist so eine Nähe da, so eine Innigkeit. Ja. Und ich kann nicht sagen, ich möchte sie nicht verlieren. Ich brauche wenigstens die Nähe. Ja, also da ist gar nichts gelaufen und... Nein, das nicht. Und wie alt ist denn die? Ich habe meinen Arm genommen, ist aber nicht sicher. Ja. Wie alt ist denn die Frau? Ist 42. 42. Können meine Tochter sein. Stehst du auf die jungen Dinger? Ja. Was heißt, es
muss die richtige sein. Natürlich. Mit Älteren kann ich so im Großen und Ganzen nicht. Ich war immer im Freundeskreis, wo auch immer, mit Jüngern. Wie lange? Prima damit. Ja, wie lange liegt denn deine letzte Beziehung zu einer Frau zurück? 8 Jahre. Und ja. 8 Jahre war ich im Schwarzen Loch. Ja. Und habe auch gesoffen. Ich meine, jetzt ist natürlich schwierig, wenn du sagst, diese Frau ist verheiratet, ja, und ist offensichtlich heterosexuell. Könnte sein. Ja, dann hast du natürlich, ja, schon, ja. Ich meine, das wird deine, ja, Lebenserfahrung dir schon oft, aber genug gezeigt haben, dass du dann schlechte... Und so hat man heute noch ein Blümchen mitgebracht, wir waren zusammen essen gewesen. Ja gut, aber das heißt ja nichts. Ich kann nicht mehr ins Haus halten. Ich möchte diese Nähe nicht verlieren. Ja, aber Sonja, deine Lebenserfahrung muss dir doch sagen, dass du dann eigentlich schon sehr vorsichtig sein solltest und auf Distanz gehen solltest, um nicht noch unglücklicher zu werden. Ja, das wenn weiß du, ich auch. Ich meine, wenn es dir auch schon mal ein gutes Kompliment, ne? Ja. Was eigentlich noch normal ist. Ja. Aber ich denke mal was anderes dabei, ne? Aber vielleicht würde es ja auch ausreichen, ich weiß nicht, ob es dir ausreicht, wenn es einfach eine gute Freundschaft wäre. Auch, ich will sie nur nicht verlieren, denn das ist so schön mit dieser Frau und das machen wir mal öfter wieder, mal essen gehen oder sonst was. Sag ich, wir brauchen ja nicht immer nur in der Bude hocken und die bleibt länger als normal, ne? Ja. Also du legst ja gar nicht so, legst gar nicht so einen großen Wert auf das Sexuelle. Das muss nicht unbedingt sein, aber es ergibt sich halt dann irgendwie, ne? Ja, okay. So, also wenn das jetzt so abgetastet ist und diese Frau definitiv dafür kein Interesse hat und vor allen Dingen ist sie auch verheiratet, dann versuch es doch für dich so hinzubekommen, dass das hier auf einer freundschaftlichen Basis. Ja, ich möchte auf keinen Fall verlieren. Ich rede sogar, wenn ich nach dem Bett liege, rede ich mit ihr und sie antwortet, nee, also ich. Und das, was ich hören will. Ja. Das ist doch verrückt, ne? Sonja, mach es so. Bleib einfach, versuch auf freundschaftlicher Basis eng an der Frau dran zu bleiben. Ja, und dann genieß es einfach, dass du vielleicht so eine gute, nette Freundin hast. Ja, ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Dann brauche ich nie mit einer Psychologin zu sprechen. Bitte? Brauche ich nie mit einer Psychologin. Ich glaube, das ist nicht nötig, nee. Nicht nötig. Ich werde auch ganz vorsichtig sein, aber es ist verdammt schwer. Ja. Sehr schwer. Ja, das glaube ich. Stell dir vor, du wirst so verliebt. Du drehst doch am Rad. Ich würde am Rad drehen, ich sag's dir. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Und vielen Dank, dass du durchgekommen bist. Jo, tschüss. Ja. Tschüss. Und weiter geht es mit der Melissa. Und Melissa ist 21 Jahre alt. Guten Morgen, Melissa. Guten Morgen. Hallo, Melissa. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's um meinen Ehemann. Wir sind seit einer Woche verheiratet. Oh, eine Woche erst. Ja. Dann kann ich ja noch nachträglich gratulieren. Dankeschön. Und wir sind seit 6 Jahren zusammen. Und nachdem wir 2 Jahre zusammen waren, habe ich halt gemerkt, dass er spielsüchtig ist. Und das ging halt dann immer bergab. Konto im Minus, überzogen, Schulden gemacht, all sowas. Und jetzt haben wir einen 13 Monaten alten Sohn. Und er hat mir halt in der Zeit versprochen, dass es nie wieder vorkommt. Und seit einem halben Jahr hat er auch wirklich nicht mehr gespielt. Und jetzt ist es das erste Mal vorgekommen, letzten Monat, da hat er meinen Lohn verspielt. Und dann hat er sich bei mir entschuldigt, hat gesagt, es kommt nie wieder vor, auch wegen dem Klehen. Weil die Konsequenz wäre gewesen, dass ich ihn nicht geheiratet hätte. Ja, das war die Bedingung. Das war die Bedingung. Und jetzt seit einer Stunde ungefähr weiß ich, dass er es wieder gemacht hat. Dass er wieder rückfällig geworden ist. Hat er das damals alleine geschafft, davon für eine Weile wegzukommen, oder war er in einer Therapie? Nein, also ich habe ihm zwar geholfen, aber Therapie nicht. Hat er nicht gemacht. Wie alt ist er eigentlich? 22. 22. So, jetzt ist er wieder rückfällig geworden. Ihr habt ein kleines Kind und seid gerade frisch verheiratet. Ja. Jetzt ist natürlich für dich die Enttäuschung riesengroß. Wie hat er sich dazu geäußert? Eigentlich gar nicht. Ja, er muss ja irgendwas gesagt haben. Nur, warum gehst du an meiner Jacke? Ah ja. Und als ich gesagt habe... Warum gehst du an seine Jacke? Weil nachdem das letzten Monat passiert ist, dass er meinen Lohn verspielt hat halt, ne, das war auch wieder so eine Situation. Also ihr habt ein gemeinsames Konto? Genau. Und dann hat er... Die Schulden ist sein Konto gefändet, deswegen hat er nämlich eins und er hat eine Vollmacht. Und wie viel Geld war das, wenn ich fragen darf? Das waren zwar nur 400 Euro, ich sage jetzt nur, weil er mehr verdient.
ne, aber... Aber immerhin, das ist dein, das verdienst du so nebenher irgendwie. Ja, mhm. Ich gehe auch dreimal die Woche arbeiten, ja. Ja, das hat er ver... Ja, und das ist immer so eine Situation, man wartet ja ab einem gewissen Tag auf dann Geld, damit man wieder neu einkaufen gehen kann oder so. Und genau das war das halt, es war kein Geld mehr da. Mhm. Für Lebensmittel oder sonst was. Hat er denn jetzt außer diesem Geld noch irgendetwas verspielt? Ja, das ist es ja. Wir haben ja letzte Woche geheiratet, habe ich ja schon gesagt. Ja. Und das ist eine deutsch-türkische Hochzeit. Mhm. Und da bekommt man ja auch Gold geschenkt. Mhm. Und sein Vater hat ihm ein sehr wertvolles goldenes Armband geschenkt, türkisches Gold. Hat der Vater ihm geschenkt? Ja, ja. Wo sein Name draufsteht. Mhm. Und dieses Armband hat er verpfändet. Das hat er verwendet. Und das Geld davon hat er verspielt. Das ist natürlich sehr schlimm. Ja. Weil das ja einen hohen ideellen Wert hat, das Geschenk. Ja. Und das vor allen Dingen, also ich muss dazu sagen, sein Vater war früher dagegen, dass wir zusammen waren, weil viele Leute Mist erzählt haben. Und wir haben uns erst am zweiten Weihnachtstag letzten Jahres mit ihm versöhnt. Ja. Nach fünfjähriger Beziehung erst. Also um es ganz klar zu stellen, du bist deutschstämmig und er ist türkisch. Genau. Ja, ja. Und wir haben uns jetzt erst mit denen am zweiten Weihnachtstag vertragen. Mhm. Und er hat direkt auch Verlobungsfeier, da wir auch sowieso schon ein Kind hatten, was ja eigentlich überhaupt nicht akzeptabel ist. Mhm. Hat er, aber sofort haben wir Verlobungsfeier und auch direkt geheiratet. Und er nimmt mich so, wie ich bin und auch das Kind, er ist super glücklich. Wissen denn die Eltern oder weiß sein Vater von dieser Spielsucht? Die wissen, dass er das früher gemacht hat, aber sie haben ihm gesagt, also an diesem Tag, wo Verlobungsfeier gemacht wird, da wird, man sagt, wie ein weißes Buch aufgemacht. Mhm. Dass man mit weißen Seiten anfängt und alles Schlechte, was passiert ist, vergisst. Gute Tradition. Ja, und sein Vater hat sehr geweint und auch mein Mann hat geweint und deswegen haben wir ihm auch alle geglaubt. Mhm. Und so, jetzt ist natürlich die Frage, wie verhältst du dich weiter? Ja, er hat nur geschimpft, dass du in seine Jacke gegangen bist. Mhm. Und er hat sich nicht entschuldigt, er hat sich nicht irgendwie erklärt, gar nichts. Mhm. Ich finde, dass du jetzt das sehr gute Recht hast, sehr hart zu sein. Dass du ihm ein Ultimatum stellst. Ja, also, das habe ich getan, aber ich weiß die Konsequenzen. Weil sein Vater, die haben weiße Seiten aufgemacht. Also das ist jetzt so wie so eine Tradition. Mhm. Und alles war vergeben und vergessen. Mhm. Und mir sollte es nochmal passieren. Mhm. Ich habe meinem Schwiegervater versprochen, dass ich es ihm sage, wenn es soweit ist. Nur sollte es nochmal passieren, wird er von der Familie ausgestoßen. So, pass auf. Man könnte jetzt folgende Übereinkunft treffen. Das ist hier nur alles sehr ernst. Es geht nicht nur um eure Beziehung, sondern es geht auch noch um die Beziehung zwischen ihm und seiner Familie. Mhm. Jetzt könntest du ihm sagen, pass mal auf, Junge. Ich habe das jetzt mitbekommen und ich werde noch ein einziges Mal schweigen. Ich werde es deiner Familie nicht sagen. Dafür musst du aber richtig was in die Waagschale werfen. Du musst jetzt zu einer Therapie gehen und dich behandeln lassen diesbezüglich. Das habe ich ihm gesagt. Und was sagt er? Gar nichts. Das habe ich ihm gerade alles gesagt. Also du wärst bereit, ihm nochmal eine Chance zu geben? Ich weiß es nicht. Weil es ist jetzt das zweite Mal passiert innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Und es geht dabei, ich denke eigentlich nur an meinen Sohn. Mhm. Mir ist das egal, ob ich eine Woche was habe oder nicht. Mhm. Es interessiert mich nicht. Aber es geht mir dabei um mein Kind. Mhm. Na, es geht, ja natürlich, da hast du recht. Aber es geht natürlich auch, finde ich, auch um dich. Weil er dich natürlich auch jedes Mal verletzt und jedes Mal wird eure Beziehung beschädigt, wenn er das wieder macht und letztendlich zieht er dich dann mit runter. Weil ich ihn nicht mehr alleine lassen kann, deswegen streiten wir. Ich finde, Melissa, wenn der seinen Mund jetzt nicht aufmacht, wenn er nicht sagt, okay, das ist ein riesiges Angebot, was du mir machst, du gibst mir nochmal eine Chance, wenn er nichts dazu sagt, dann sag es der Familie. Aber nimm ihn nochmal richtig ins Gebet. Liebst du denn diesen Mann noch? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn er sich wirklich bessern würde, würdest du sehr gerne mit ihm leben? Ja, also er ist überhaupt schon aus, wir sind ja 6 Jahre zusammen, da waren wir noch in der Schule. Ja. Er ist mein erster Freund gewesen und jetzt mein Ehemann. Mhm. Ja gut, das heißt ja noch nicht, dass es gut sein muss. Das könnte auch sein. Aber ich meine jetzt so von meinen Gefühlen. Von deinen Gefühlen. Immer noch die erste große Liebe. Mhm. Das heißt, wenn man das mal ausklammert jetzt, diese Spielsuchtgeschichte, alles andere funktioniert gut zwischen euch. Ja, nur seitdem jetzt nicht mehr. Seitdem nicht mehr. Ich verstehe. Ich finde, also ich sag's jetzt nochmal,
setz dich mit ihm ein weiteres Mal zusammen und mach ihm das nochmal so ganz klar deutlich, dass du ihm nochmal eine Chance gibst. Und wenn er darauf nicht eingeht, bist du weg und seine Familie ist weg. Das heißt nämlich, seine Familie weiß Bescheid. Das heißt, er ruiniert sich sein ganzes Leben. Ja, und das ist mein Problem. Ja, aber ich glaube, du kannst den... Ich würde das ja machen, aber selbst wenn ich ihn hassen würde, ich könnte ihm das nicht antun. Das ist mein Problem. Manchmal muss man mit Leuten, die in solchen Süchten drin hängen, ganz hart umspringen, damit die wach werden. Da hilft kein Mitgefühl und kein Mitleid und kein Nachgeben. Mhm. Weil er zieht dich mit runter. Und damit ist ihm auch nicht geholfen. Wir haben ja noch so einen Fall in der Familie. Das ist ja sein Onkel, also auch Türke. Mhm. Und gerade deshalb hat er ja auch aufgehört, weil er hat gesehen, die waren kurz vor der Scheidung. Mhm. Die Familie, die haben sich geprügelt und sowas. Mhm. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, ja, ich mach das nie wieder, ich will meine Frau nicht verlieren. Er muss sich jetzt unter Beweis stellen und er kann es nur unter Beweis stellen, finde ich, wenn er sich therapeutisch behandeln lässt. Kann man das bei jedem Therapeuten? Oder? Ich werde dir gleich mal nochmal meine Psychologin geben, dann kann sie dir noch genaue Tipps geben, wer das am besten macht und wo du wohnst und so weiter. Ja. Ich finde, dass du gar keine andere Sache ihm sagen kannst. Du musst ihm das so sagen. Du musst ihm knallhart das so sagen. Ich meine, das ist ja ein Bombenangebot nochmal für ihn. Du bist ja bereit, ihm eine Chance zu geben und zu schweigen. Ja. Das heißt, das weiße Buch bleibt weiß, obwohl es gar nicht mehr weiß ist, aber es bleibt weiß. So, und wenn er so blöd und so dämlich ist und darauf nicht eingeht, dann ist er wirklich selbst schuld. Dann ist er selbst schuld. Und dann verdient er kein Mitleid. Er hat eine tolle Familie, einen tollen Papa, er hat eine tolle Frau und er hat ein Kind. Verdammt nochmal. Wenn er jetzt den Arsch nicht hochkriegt, dann ist er selbst schuld, wenn er in der Gosse landet. Und ich glaube ja, der Schwiegervater ist auf deiner Seite dann, ne? Ja. Ja. So. So, Melissa. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Simone, ruft dich nochmal an. Okay. Und die kann dir sagen, wie man das am besten mit Spielsüchtigen und Therapeuten und wie und was und so, wie man das regelt. Mhm. Ja? Okay. Alles Liebe, alles Gute und ich hoffe und ich wünsche euch viel, viel Erfolg und dass er die Kurve kriegt. Okay, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Morgen, meine Lieben, heißt unser Thema, für meinen Erfolg tue ich alles. Ich möchte mit Menschen sprechen, die im übertragenen Sinne über Leichen gehen, um nach oben zu kommen, die mit dem Chef schlafen, die ihre Liebe verraten, die vielleicht sogar eine Straftat begehen oder ihre Konkurrenten auf bittere und böse Art ausstechen, nur um nach oben zu kommen. Nur um Erfolg zu haben, in welcher Hinsicht auch immer. Ich möchte gerne mit diesen erfolgreichen Menschen sprechen, die sagen, ja, was gibt es denn sonst Wichtiges auf der Welt, als eben wirklich nach oben zu kommen, Erfolg zu haben. Ich möchte gerne mit Opfern von diesen Erfolgssüchtigen, sage ich mal, wertend, möchte ich reden. Und vielleicht auch mit Leuten, die das mal gemacht haben, die früher gesagt haben, ja, der Erfolg ist mir das Allerwichtigste. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Die aber jetzt vielleicht durch irgendwelche biografischen Ereignisse ganz anders denken und sich vielleicht sogar schämen dafür, was sie früher gemacht haben. Also für meinen Erfolg tue ich alles. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mitsprechen wollt und euch äußern möchtet, mailt rund um die Uhr domian@rde plus eure Telefonnummer oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind wir ja immer erreichbar. Nathalie ist hier und Nathalie ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Maria. Hallo Nathalie. Um was geht's bei dir? Um die Eifersucht und mir und meinem Freund. Also ich vertraue ihm sehr wenig. Du vertraust ihm sehr wenig? Ja. Wie alt ist denn dein Freund? 21. Und wie lange seid ihr zusammen? Schon? 15 Monate. 15 Monate. Und warum vertraust du ihm so wenig? Weil er mich schon oft angelogen hat und ich ihm eigentlich geglaubt habe. Ist er denn auch schon mal fremdgegangen? Fremdgegangen nicht, eigentlich nicht, aber ich habe zum Beispiel sehr oft kontrolliert in seinem Handy, dann Handyrechnung mit der Handyrechnung verglichen und dann hat das übereingestimmt und habe ich seine Ex angerufen und sie gefragt, ob die noch Kontakt haben. Sie meinte ja, dann habe ich erstmal Schluss gemacht und dann hat er mit mir geredet und dann bin ich halt wieder mit ihm zusammengekommen, aber trotzdem ist das Vertrauen irgendwo noch nicht wirklich da. Hm. Also, weil er mit seiner Ex gesprochen hat. Und das darf man ja, das ist ja nicht schlimm.
also ich persönlich finde sowas schon schlimm, weil... Also wenn die Sache... Weil er mir nie was davon gesagt hat, er hat mir das nur verheimlicht die ganze Zeit. Entscheidend ist ja, ob zwischen den beiden noch was läuft. Nee, zwischen denen läuft nichts, also die wohnen zu weit weg davon. Ja, okay, dann kann er doch mit ihr mal sprechen. Aber dann frage ich mich, wenn das nicht so schlimm für ihn ist, warum er mir das dann verheimlicht? Vielleicht, weil er merkt, dass du so eifersüchtig bist und er da einfach Problemen aus dem Wege gehen will. Was gibt es noch für Anzeichen? Gucken wir uns mal so die einzelnen Fakten auf, aufgrund dessen du eifersüchtig bist oder skeptisch bist. Also das fing an, also ich habe ihm eigentlich vertraut, nur dann habe ich irgendwann, also es fing an mit dem Schnüffeln, dann habe ich in sein Handy geguckt, dann habe ich eine SMS gefunden. Was schon nervig ist, ich unterbreche dich das gleich mal, was schon extrem nervig ist, wenn die Freundin im Handy rumsucht. Das ist einfach nicht okay, das ist seine Privatsphäre und da hast du gar nichts zu suchen in dem Handy. Okay, das haben mir meine Eltern auch schon gesagt, weil das Handy ist das Privatleben und so, aber trotzdem habe ich das dann da getan. Und was hast du da entdeckt? Ja, dann stand da ein SMS, würde gerne wieder mit dir schlafen und ich liebe dich und hier und da und ich weiß nicht. Und dann war er halt duschen, dann bin ich halt da reingeplatzt und habe gefragt, wer dieses Mädchen ist. Und dann meinte er ein Mädchen aus seiner Klasse, wo er dann auch wieder mitgelogen hat. Und dann bin ich halt gegangen, hat er mich die ganze Zeit angerufen. Und ist das kein Mädchen aus seiner Klasse? Nein. Sondern? Das war halt dann, das hat der mir dann erst am Abend gesagt, dass es seine Ex war. Ach so, und die Ex hat geschrieben, ich würde gerne mal wieder mit dir schlafen. Ja, genau. Sowas in der Art halt. Und gut. Dann stand das da drin und ich liebe dich und vermisse dich. Ach so, ich dachte, das wäre völlig abgeklärt zwischen den beiden. Ja, nee. Das heißt, die Ex ist noch an ihm interessiert. Für sie schon, also was bei ihm im Kopf abgelaufen ist, weiß ich nicht. Hast du ihn nicht gefragt? Nicht wirklich, also er hat abends nur erzählt, also es war gelogen, das war meine Ex-Freundin und so, ich habe ihr aber geschrieben, dass kein Kontakt mehr da ist und ja. So. Also entscheidend ist ja hier, entscheidend ist ja hier die Frage nicht, was die Ex-Freundin schreibt, sondern welche Meinung dein Freund hat. Ja, das weiß ich ja nicht. Wenn du gesehen hättest, dass er eine SMS geschrieben hat, ich würde gerne wieder mit dir schlafen. Das weiß ich ja nicht, konnte ich ja nicht sehen, was er geschrieben hat, deswegen. Ja. Also er hat dir gesagt, da läuft von seiner Seite, soll auch definitiv nichts mehr laufen. Genau. Wer hat denn da damals wen verlassen? Sie ihn. Genau, und er ist hier halt noch lange hinterhergelaufen. Ah ja, und warum hat sie ihn verlassen? Ach, irgendwie, ich habe auch schon Briefe gelesen, da stand da irgendwas drin wegen Familie irgendwie. Und also die Entfernung ist auch zu weit gewesen. Ja, also du stöberst nicht nur in fremden Telefonen, sondern du liest auch fremde Briefe. Den einen Brief habe ich mal gelesen, sonst interessieren mich Briefe eigentlich nicht so. Ja, glaube ich nicht so. Wenn du vermutest, das könnte von Frauen kommen, würde dich das sehr interessieren. Ne? Also wenn das jetzt frische Briefe wären, schon, aber ich wusste ja, dass der Brief alt ist. Okay, deswegen. So, jetzt haben wir es. Wir beziehen uns jetzt auf eine SMS und dass ich habe ja schon jetzt vor einem Monat habe ich ja wieder was gefunden. Und was weil ich halt wieder geschnüffelt habe. Und was stand da? Ja, dann also es war ein ganz altes Handy, dann habe ich dann da meine Karte reingetan, um zu gucken, habe ich SMS gelesen, da waren die aber zusammen, habe ich gedacht, okay, bin ich selber schuld. Mhm. Dann habe ich mir aber die Nummer aufgeschrieben und seine Handyrechnung kontrolliert und hat die Nummer übereingestimmt und die Nummer war da 100.000 Mal drauf. Und dann habe ich halt das Mädchen angerufen und das war halt dann dieses Mädchen, mit der ihr zusammen war. Und dann hat die mir gesagt, dass sie halt noch Kontakt haben und das hat er mir die ganze Zeit verheimlicht. Ja. Und damit hast du ihn konfrontiert und dann hat er gesagt, er hat Kontakt, aber da läuft nichts. Oder ja, erstmal hat er ja gar nichts gesagt. Ich habe erstmal gesagt, ich möchte dich nicht mehr sehen und dann ist er mir hinterhergelaufen. Ja. Hat gesagt, er würde alles für mich tun und hier und da, aber so. Natalie. Er würde mir alles beweisen und ich weiß nicht, ich kann meine Handyrechnung kontrollieren ab jetzt. Also ich will dir mal sagen, ich finde, du bist wirklich etwas krankhaft eifersüchtig. Ich weiß. Wenn du in alten Handys herumschnüffelst und guckst dir alte SMS an, dann bist du auch selbst schuld, wenn dir das Leben schwer machst. Weil das tut immer weh, wenn man das dann liest. So, ich finde, du musst erstmal eine Stufe runterschalten. Für dich selbst. So, und dann musst du nochmal ganz klar mit deinem Freund reden, was ist Sache? Was ist zwischen uns beiden? Liebst du mich wirklich? Bist du mir treu? Was ist da mit deiner Ex? Erklär mir das, warum du mit der Kontakt hast. Vielleicht hat er ja jetzt auch nicht mehr. Bitte? Hat er jetzt nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Weil du so da auf den Putz gehauen hast? Genau. So, und dann musst du auch irgendwann mal Ruhe geben. Sonst machst du dir das Ding kaputt. Das hält kein Kerl auf Dauer aus.
ich weiß. Das nervt alle Männer. Und wenn ich das höre mit dem im Brief geschnüffelt, im aktuellen Telefon, im alten Telefon. Lieber Himmel. Wirklich, Nathalie. Du gib ihm und eurer Liebe doch auch mal eine Chance. Ich weiß, er sagt auch immer, ich bin krank auf Eifersucht. Ja. Ich habe ihm eigentlich mal versprochen zum... Er hat immer gesagt, ich soll mal zu einer Psychologin gehen und darüber reden, ach, weil das echt krankhaft ist. Ach, und so. Weißt du, Nathalie, man muss auch nicht wegen jedem Seelenpups zum Psychologen laufen. Wirklich. Also sowas kann man nun gut auch sich selbst am Riemen reißen und das trainieren. Das ist auch eine Frage. Manche Leute denken auch immer, ich gehe da zum Psychologen und dann zaubert mir der das schon mir aus dem Kopf heraus. Quatsch ist das. Man muss es selbst auch wollen. Man muss selbst eine Entscheidung treffen und da muss man sich anstrengen. Und wenn man das ganz, 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 ganz oft nicht geschafft hat oder wenn man auch erkrankt ist, natürlich, dann sollte man zu einem Psychologen gehen. Aber nicht, weil man nur irgendwie eine Handyschnüfflerin ist. Das schaffst du alleine. Das tust du ja letztendlich für dich, Nathalie. Ich weiß, aber zum Beispiel gestern war auch wieder ein Freund bei ihm und das habe ich ihm dann auch nicht so richtig geglaubt. Dann habe ich ihm das heute gesagt, meinte er, super, ein Jahr umsonst und hier und da. Und du vertraust mir immer noch nicht und es macht mir gar keine Freude mehr, mit dir zusammen zu sein, weil ich ihm das halt nicht glaube, dass gestern ein Freund da war. Vorsicht, 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 wenn der sowas schon sagt, dann sollten aber alle Alarmglocken schrillen bei dir. Ja. Der hat die Faxen schon dicke. Da fehlt nicht mehr viel, dann ist der weg. Soll er nicht. Was? Das soll aber nicht so sein. Ja, dann musst du jetzt die Notbremse ziehen. Halt deinen Mund. Halt deinen Mund. Schluck runter. Mach's für euch, mach's für dich. Und jedes Mal, wo du runtergeschluckt hast, ist es ein Erfolgserlebnis für dich. Ja. Ja. Geht doch um dein Glück. Ich beschimpfe dich doch nicht einfach nur so, um dich zu beschimpfen, sondern ich will ja, dass es für dich gut läuft. Ja. Also, jetzt musst du dir was vornehmen. Man muss immer, wenn man was verändern will, muss man sich was vornehmen. Und das nimmst du dir erstmal vor, dass du auf jeden Fall nicht mehr rumschnüffelst und wenn du auch ein bisschen Bedenken hast, ihm das gar nicht sagst. Sondern lass einfach mal alles eine Weile, ein paar Monate laufen, damit sich alles beruhigt. Und dann ist er auch wieder nett zu dir. Und vielleicht wirst du sehen, auch nach einer gewissen Zeit, dass er wirklich ehrlich ist. Ich versuche es. Ja, man muss ja nicht immer das Böseste meinen. Hm? Warst du denn früher in anderen Beziehungen auch schon so? Mhm. Nee? Nee, das ist halt, weil das der erste Junge ist, den ich über alles liebe. Mhm. Ja, weißt du, mit der Liebe ist das ja auch so eine Sache, dass man da auch sich ein bisschen erstmal ausprobieren muss. Manchmal schießt man darüber das Ziel hinaus. Ist auch normal. Passiert allen Leuten. Jeder macht Fehler und jeder bereut auch irgendetwas. Also das ist jetzt auch kein Drama. Und du bist so jung und du hast immerhin angerufen. Guck mal, du hast ja angerufen und wir reden darüber. Du hättest ja auch so auf dem Standpunkt stehen können, nö, ich mach das jetzt so weiter, ich hab schon recht. Aber das zeigt mir ja auch, dass du auch was verändern möchtest. Natürlich. Mhm. Deswegen, das ist doch schon mal positiv. Du hast ja angerufen, wir haben geredet. Du siehst es im Prinzip ein. Ist super positiv. Wenn du es noch nicht einsehen würdest, wäre es noch schwieriger. Ja. Und jetzt machst du so die Millimeterarbeit und gibst dir und euch eine Chance. Auf jeden Fall, ich versuche das. Wenn das die Liebe deines Lebens ist, dann muss man auch was für tun. Hm? Ja. Nathalie, ich bin sicher, dass du schaffen wirst. Jetzt habe ich dir richtig den Kopf gewaschen. Was? Ich hoffe es auch. Jetzt habe ich dir richtig den Kopf gewaschen und ich hoffe, dass das wirkt. Ja, bestimmt. Also, alles Liebe und viel Glück in deiner Beziehung wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. 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 Und weiter geht's mit Monika. Monika ist 47. Hallo Monika. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich rufe zu dem ersten Beitrag an Susanne. Ja. Die Dame oder die junge Frau, die eigentlich Angst hatte, dass ihr Mann so kleine Bildchen im Internet sich anguckt. Die Pornobilder. Richtig. Das ist doch gar nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur Susanne beruhigen. Ach so. Weil, mein Gott, mein Mann tut's auch manchmal. Ja. Und ich komme dann rein und gehe dann raus und sehe das auch, aber mich interessiert das überhaupt nicht, aber mich stört es auch nicht. Und du bist nicht eifersüchtig? Nein. Und fühlst dich auch nicht verletzt? Nein. Nein. Warum? Ja, ich frage ja nur so. Nee, eben, warum auch, ne? Ja. Ich meine, er hat nach wie vor Interesse an mir und auch an die junge Frau Susanne und
Das ist ja nicht schlimm. Ja, als du das zum ersten Mal entdeckt hast, dass dein Mann gerne auch so Bildchen anguckst, warst du von Anfang an so cool drauf? Oder ja. Ja, von Anfang an. Ja, weil wir darüber gesprochen haben auch. Und ja. Gut, er guckt sich das an, aber ich muss immer sagen, er hat ja keinen erigierten Penis. Und das stimmt. Also, das ist eben halt nur, man guckt sich das an und... Es ist dann vielleicht, wie sagt man immer so, appetitanregend, aber gegessen wird er zu Hause. Richtig. So, ne? Genau. Das ist die Einstellung. Wollte ich einfach nur der Susanne nochmal auf den Weg... Finde ich sehr nett von dir. Wie viele Jahre bist du verheiratet? Ich bin jetzt seit 7 Jahren verheiratet. 7 Jahren verheiratet. Und das macht ja schon auch viele Jahre, dein Mann. Mein Mann ist 10 Jahre jünger als ich. Ja. Und wir verstehen uns wunderbar. Wunderbar. Und er guckt sich auch schon seit einigen Jahren die Bildchen an. Ja. Finde ich sehr nett von dir, dass du so eine Rückmeldung gegeben hast. Vor allen Dingen auch dann mit deinem Erfahrungshintergrund. Und du sagst, die Susanne soll ganz locker bleiben. Richtig, genau. Das wollte ich ihr noch auf den Weg geben. Weil es ist wirklich nicht schlimm. Und ja. Meine Güte, nee. Ich danke für deinen Anruf, Monika. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist der Davor, stimmt das? Davor, 25. Davor. Was ist das? Ja, letzten Minütchen bin ich jetzt noch dran. Ja. Folgendes, ich bin selber Ostblock, quasi. Ich komme aus Kroatien, mache auch selber diese Musik, die man da so beim Grand Prix hört, also so eine Musik spielen wir auch. Ja. Und ja, mich regt das einfach auf, diese deutsche Sichtweise, diese westliche Sichtweise, dass das alles geschoben ist und die bösen Ostblockländer, weil einfach, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wer da gewonnen hat, skandinavische Länder haben sich die Punkte zugeschanzt, keiner hat sich aufgeregt. Letztes Jahr hat Lordi gewonnen mit diesen blutrünstigen Masken, was sicher keine niveauvolle Musik war. Und hat sich auch keiner drüber aufgeregt, ne? Und das mit dem Ostblock sollte man eher mal so sehen, dass da die Länder von Kroatien an, ich bin Kroate, ja. Über Serbien, Griechenland, Türkei, in die Richtung, die haben alle sehr ähnliche Musik. Das heißt, die Leute können sich damit identifizieren. Ach so, du meinst, dass der Geschmack einfach ähnlicher ist? Genau. Die Leute, ja, da kann natürlich was dran sein, ja. Also ich saß hier zu Hause mit der ganzen Familie, haben uns das angeguckt und dann, klar, uns gefällt die serbische Musik, obwohl wir eigentlich, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren noch Krieg hatten. Ja, ne, ja. Da sollte man auch den schönen Aspekt sehen, dass man sich da wieder... Das recht, definitiv, ja, das genau, recht, ja. Ne, dass man da auch diese, ja. durch die Musik auch diese Feindschaft überwindet. Ja. Ne? Nee, wobei du wirklich, wirklich recht hast, ist, dass der Musikgeschmack wahrscheinlich in den osteuropäischen Ländern viel eher gleich ist, also sich ähnelt. So wie sich der Musikgeschmack vielleicht zwischen England, Deutschland, Frankreich eher ähnelt. Genau. Und was für ein Anrecht hat denn jetzt ein DJ Bobo mit seinen Vampiren, nur weil er so tolle Kostüme hat, da weiterzukommen, ne? Er ist ja gar nicht weitergekommen. Oder was die skandinavischen Länder geliefert haben. Oder auch der Roger Cicero, ne? Das hat auch nichts großartig mit Deutschland zu tun. Zum Glück hat er auf Deutsch gesungen, das ist ja schon mal etwas, ne? Da gebe ich dir recht. Ich kritisiere das ja auch immer sehr... Deutsche Musik, ne? Bitte? Das ist auch keine typisch deutsche Musik. Nee, der Grand Prix hat das ja verloren, was er sein sollte. Er sollte ein Land repräsentieren. Ja. Auf seiner Sprache, seine Kultur weiterbringen. Also müsste, für Deutschland müssten, die Black Fools müssten antreten. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Ja, aber das ist schon sehr schwierig. Was ist schon typisch deutsche Musik? Das könnte ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Also, ja, klar, abgesehen aber, von Folklore, es soll ja keine Folklore sein. Was ich meine, ne? Ja. Du verstehst, was ich meine. Auch ist einfach keine Identifikation hier der Westen. Ne? Alle sind so ein bisschen gekoppelt für sich. In der Bild-Zeitung ist ja wirklich lächerlich, was da drin steht. Warum machen wir da noch mit? Wir zahlen das ja alle und ja. schieben die. Ja. Und warum mag uns keiner? Ne? Oder hier dieser eine Satz steht hier, das Lied von Serbien Montenegro erinnert mehr an ein schwermütiges Gebet als an einen mistreißenden Hit. Das ist ja richtig respektlos, finde ich. Ne? Ja, na gut. Das ist nun auch wieder eine Geschmacksfrage. Die können wir natürlich auch so äußern. Ja, ja, also mein Geschmack ist das auch überhaupt nicht, muss ich dir sagen. Ja, ja, klar, aber mein Geschmack war auch nicht Stefan Raab oder Gil Horn. Ja, ja. Oder Lordi letztes Jahr. Nee, das fand ich auch. Was aber die Zuschanzerei anbelangt, was mich auch immer ärgert, muss ich dir sagen, das ist aber auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren so, dass sich die skandinavischen Länder immer die Punkte zuschanzen. Das, ja, ja, du hast es gerade erwähnt. Ja, es ist immer klar, Dänemark gibt so und so viele Punkte, Schweden und umgekehrt auch. Ja, oder aus Deutschland für die Türkei und so, ne? Das ist ja alles klar, ne? Ja, das liegt aber daran, das liegt nicht an Deutschland, sondern das liegt an den in Deutschland lebenden Türken. Ja, ja, klar. Ist mir ja klar. Ja. Genauso die Deutschen, die aus Spanien, wahrscheinlich aus Mallorca, die genau. Stimmen kriegen. Ne? Deswegen denke ich, da muss man irgendwo eine Jury auch einführen, um das Ganze ein bisschen neutral zu machen. Ach, da wärst du auch für? Ja, ja, klar. Ich werfe eine Jury, ja? Ne?
aber einfach so diese Zeitungsartikel, der böse Osten, da sollte man eher mal sehen, ja, dass das auch finde ich interessant, also kulturelle Gründe hat. Ne? Ja, definitiv, da hast du recht. Also mit der Jury ist ja interessant, dass da offensichtlich viele Leute für sind. Vielleicht setzt sich das ja sogar durch, also eine Diskussion ist ja jetzt auch im Gange. Lieber Davour, danke für deine Meinungsäußerung, war interessant, dass du auch noch durchgekommen bist. Okay, tschüss. So, in der Technik heute Nacht war Uwe Petersen. Unser Thema morgen heißt: Für meinen Erfolg tue ich alles. Ich möchte gerne mit Karrieristen reden, mit Opfern von Karrieristen und mit Leuten, die die Karriere hinter sich haben und sagen, nee, ich habe viele, viele Fehler gemacht, so darf man nicht nach oben kommen, das ist nicht der richtige Weg. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival oder ihr könnt natürlich auch rund um die Uhr